anhalten, bitte! Nix wie rein, ne? Kein Puls! Du bist dran, Ausfälle zu melden! Hier spricht L97240. Wir haben bestätigte Verluste. Es ist der Jedi! Ich bleibe an dir dran! Wir müssen dranbleiben! Mach ihn fertig! Ich bin an den Tag. Du hältst mich nicht um. Hilf mir bitte. Aber ein neues Schiff auf den Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität. Sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Also, dass das funktioniert hat? Okay. Schub. Meldung, was ist da los? Sie verletzen das imperiale Protokoll. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich dann. Besser. Gehen wir es ab. Also, das sind die Blaster? Damit werden also die Kanonen abgefeuert. Gehen wir weiter. Oh, ich mag dieses Sommer. Wer bist du? Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender. Willst du uns? Kannst du was machen? Vorsicht! Aua.
der Leitmacht bei dir. Da ist der Läufer hin. Ärgerlich. War gemütlich. Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tarful. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Reese, das ist Saw. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerilla-Kämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tarful finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los! Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Keine gute Idee? Ich fürchte, du stürzt dich von einer Gefahr in die nächste. Wie bitte? Ich fliege mein Schiff mitten rein ins Schlachtfeld und wir reden jetzt über Gefahren? Ihr hättet mich aufhalten können. Ich soll dich auf deinem Weg begleiten und ihn nicht für dich auswählen. Hier ist mein Ratschlag. Das Imperium eroberte hunderte Welten. Saw hat Kashyyyk nicht ohne Grund gewählt. Saw hat vielleicht andere Ziele als wir. Wir sollten uns vorsehen. Danke, ich werde daran denken. Jemand was von den Partisanen gehört? Gerüchte in den Containers, aber nichts Handfestes. Angeblich Radikale. Das Imperium soll Kopfgelder auf sie ausgesetzt haben. Sollte ich deshalb besorgt sein? Ja, glaub nicht. Kriegsgebiete sind schlecht fürs Geschäft. Falls überhaupt was dran ist. Okidoki. Hier drüben, im Kampfläufer könnten Vorräte sein. Bist du okay? Ich... Alles okay. Bisschen angekratzt, aber ist ja nicht so schlimm. Tobias Rieben, vielen Dank für den Follow. Willkommen in der Familie der Gubbis. Hier ist es noch schlimmer als auf Zepho. Scannst du wieder? Was ist das? Ein wandelnder Mülleimer. Tragbare Energiegeneratoren. Na gut, weiter geht's. Waffen. Da kommen wir noch nicht durch. Oder kann ich das kaputt machen? Schade. So müsste am anderen Ende des Grabens sein. Yeah.
kleiner Affe. Vielleicht sind da Ersatzteile. Oh fuck. Auch ein Stim. Was ist das? Eine Wii-Shock. Greife von hinten an, wenn die Kreatur von einer anderen Beute abgelenkt wird. Pariere seine Ausfallangriffe, um es schnell auszuschalten. Okay, parieren. Okay. Was? Jeder mag mich. Okay, ich komme da hinten irgendwie noch nicht hoch. Jetzt sind wir hier bei der Barriere, okay. Jetzt haben wir aber ein Problem. Hier jetzt raus. Upgrade beschaffen. Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen. Überladen. Wir können jetzt Maschinen ein- und ausschalten. Okay. Versuchen wir es. Das ist der Schauspieler, der den Joker gespielt hat in Gotham, oder? Ich würde sagen, er kommt mir bekannt vor. Bisher ganz gut, ist es. Ich brauche hier etwas Hilfe. Leuchtpumpkäfer, tippe ich mal. Die ich jetzt leider nicht mehr untersuchen kann, weil sie in die Luft geflogen sind. Aber ich hatte recht, es war ein Leuchtpumpkäfer. Ja, gut, aber jeder wusste, dass er den Joker darstellen sollte. Edi, hier drüben!
liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Sie stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, Kumpel. Ja, aber bevor es dann lang geht, hole ich mir erstmal hier das hier vorne. Ein Toter. Das war Thor. Er ist gnadenloser, als ich dachte. Ist hier jemand versteckt? So, wäre auf jeden Fall gut, wenn wir wieder einen Punkt finden, wo wir meditieren können. Oh, das finde ich cool. Aber wir nehmen diesmal die Sprint-Entfernung. Ein Scan? Sturmtruppen. Ich schau ja hin. Okay, Krieger, ließen das zurück. Im Kampf gegen das Imperium versteckten sie sich hier. Anschluss. Okay, weiter geht's. Hallo, ich sagte, weiter geht's. Achtung! Du kannst uns nicht überwältigen! Attacke! Er weicht aus! Du wirst erledigt, Jedi! Na komm schon. Die Pause ist vorbei. Oh, okay. Okay, nochmal! Wir können uns nicht alle besiegen! Ich bin an ihm dran! Hier auf, Beinung!
Zurück! Bleib einfach zurück! Bam, bitch. So geht das. Pass auf! Ein Jedi. Dafür bin ich ausgebildet. Zum Ruhme des Imperators. Du Feigling. So ein Treffer gelingt dir nicht. Komm her, du Jedi-Abschaum. Du wirst mir nicht entkommen. Du zögerst dein Ende nur hinaus. Zitterst du, Jedi? So ein Kratzer. Sie fliehen vor uns! Nicht da lassen! Anscheinend bist du blockiert! Ich kümmere mich drum! So einen Truppler habe ich noch nie gesehen! Du musst die Wookies da rausholen! Los, Bewegung, Jedi! Lüftung offen! Los! Ja, aber spät. Ich habe gar keinen Punkt. Aber zumindest gilt das jetzt als zweiter Punkt. Wirf ihn her. Das war knapp. PCs mit Logo sind echt anstrengend. Ja, das sind ja die Spezialtruppen. Dann haben sie auch extra die härteren Waffen. Das ist schon ein bisschen stressiger. Eng, was, BD? Schlammkäfer, sie kommen durch die Wände! Auf ihr Nest! Weich aus, so viel du willst. Ich versuch's weiter. Ach so, ja. Das kommt natürlich auch dazu. Ich bin dir dankbar. Ja, Flammenwerfer einiges, ne? Gute Arbeit. Flammentrockner. Unter Flammenkäfer. Willst du dich wirklich in das Ding einklinken? Okay. Wir meditieren erstmal, ruhen uns aus, holen uns neue Stimpacks. Und wir sammeln noch einen zweiten Fähigkeitspunkt. Ich will danach was Größeres holen. So, wir müssen jetzt gleich die Spinnen kommen. Es gehört ja auch irgendwie dazu, oder? Feuer frei! Ich sollte mich zurückziehen! Ich muss nachladen!
besser ziehen. Das hört sich in meiner Akte großartig an. Wir warten einfach ab, bis die abgeschnetzelt worden sind. Das kann ja nie angehen hier. Ich glaube, er hackt. Dort nimmt jemand! Ich hab's voll auf den Feind! Ich krieg ihn nicht! Habe einen Treffer erzielt! Tiefe Wunde, bringt es zu Ende! Behaltet ihn im Auge, ich brauche eine Minute! Die sind auch vorhin in die Luft geflogen, ne? Wusstest du, dass der Bishop die größte Bodenspinne auf diesem Planeten? Der Captain hat gerade gemeldet, dass sie kommen. Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Was war das? Noch ein gekaperter Cutter. Melde aktiven Cutter auf Zellenburg. Benötigen Soforthilfe. Er bricht durch und zerstört alles. Findet eine Lücke! Ich werde ihn erschießen! Du wirst ein Scheiß. Hilf mir, BD! Das war knapp. Natürlich falle ich da in die Ritze rein. Seid ihr noch am Leben? Bis jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus, sonst... Wir schaffen das. Versprochen. Alles wieder aufgefüllt. Sie öffnet sich nicht. Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Verstärkung? Im Rückzug. Gut. Sir? Je weniger Ablenkungen, desto besser. Das ist einer von den Ticken. Holt euch das Ziel! Ihr seid gefährlich! Immer drauf, weiterfeuern! Der ist zu schnell für mich! Du hast mich alle aufgeschaltet! Ich war natürlich clever und habe einen runtergeschmissen. Das Ding hier braucht Strom. Das war pfiffig. Würde ich behaupten. Keine Wachen? Hey, wir wollen euch befreien. Ihr seid nicht allein. Oh oh. Dreh dich um. Besuche sind nicht gestattet. Ja! Nicht autorisierter Abgang. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen.
Scanner ist ausgefallen. Schaden verursacht. Ja. War jetzt kein Thema, oder? Absolut kein das? Thema. Jetzt befreien wir die Wookies. Ich helfe gern. Wer will ein paar Imps bekämpfen? Dann helfen wir den Wookies mal zurück in den Kampf. Gute Arbeit, Jedi. Sie geht einfach nicht auf. Sie hat von der anderen Seite offen. Abkürzung. Eine Nahkampfdroidensteuereinheit. Denkst du auch, was ich denke? Beschädigte Sicherheitsdroiden der KIs Modellreihe kontrollieren. Okay. Ich kann nur gerade mit dem hier reden. So links lang, ne? Du hast davon. Es ist nicht weit. Ständig meine Angriffe ab. Alle verbündeten Einheiten am Boden. Wir werden ihn problemlos ausschalten. Ich werde nicht nachlassen. Ich bleibe an dir dran. Du wirst nicht weit kommen. Nimm das! Okay. Als
besser. Was ist das? Sehr gut. Für den Feld! Wir brauchen die Wookies, um es zu beenden. Beeilung! Sie kriegen Verstärkung! Komm hier rüber! Los, los, los! Rührt sich nicht, wir sitzen fest! Lass uns wieder rausholen. Schnell! Wir brauchen Verstärkung! Holt ihn euch! Haltet ihn auf! Er wird einen Fehler machen! Er flieht! Er ist getroffen! Sie wehren sich immer noch unklug. Ich habe sie! Das werden Sie bereuen. Da zumpte die Musik mit. Sehr geil. Gute Arbeit! Die Wookie ist jetzt frei! Rauf aufs Dach! Wo macht ihr eigentlich? Der schwingt die ganze Zeit durch die Gegend. Rauf aufs Dach, hier geht's runter. Falsche Richtung. Zeit für einen Stiff! Viel. Aber nee, komm, wir können uns wenigstens ausruhen und neues Tippex holen. Ah, hier sind wir jetzt. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen nach da oben. Mit der Plattform. Dabei. Was kommt jetzt?
Das war's schon? Ich habe mehr erwartet. Alle mal zuhören! Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde, Familie an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren. Für die Sache! Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat. So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Cal, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choysek. Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choysek sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Du kennst Tarful? Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Choysek hilft dir, Tarful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. Was passiert jetzt hiermit? Abkürzung freigeschaltet. Was haben wir hier? Ihr kämpft schon so lange. Hat euch der Krieg was gelehrt? Tragödien vereinen Menschen. Alles, was das Imperium uns nimmt, macht uns nur stärker. Ungerechtigkeit bewegt andere, sich uns anzuschließen. Halten wir zusammen, können wir siegen. So wie heute. Danke. Warum müssen wir denn zurück zum Schiff? Gibt es jetzt einen anderen Punkt, wo ich hin muss? Und ich habe noch jede Menge Sachen noch nicht erkundet. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Sephograb finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Denkst du, Spa und die anderen sind okay? Du siehst immer alles positiv, was? Ach, hier sind wir. Danke. Für alles. Wie zum Teufel kann ich... Fuck. Ich hab die Spinne vergessen. Sicherlich, ich kann das Ding überladen.
Aber ich kann ja nicht raufrutschen. Dieses Ding muss überladen werden. Die Macht hat mir auf Zepho was gezeigt. Erinnerungen eines gewissen Oster. Mein Partner. Er hat die Sturmtruppen abgelenkt und ich entkam mit unserer Tochter. Er war sehr impulsiv. Ist er... Ja. Ich fand seine Leiche. Ich wollte glauben, er sei entkommen. Es tut mir leid. Nein, schon gut. Ich bin froh, dass ich's weiß. Alles okay? Gerade kam eine verschlüsselte Nachricht rein. Von Thor? Von meinem Vater. Meine Tochter ist auf Chandrilla. Sie ist sicher. Das ist wunderbar. Das ist die beste Nachricht, seit ich hier angekommen bin. Trotzdem, es ist schwer, weil sie so weit weg ist. Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Wer sagt nichts? Marie und Schorsik schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. Wir reden später. So, dann gehen wir mal eben unsere zwei Punkte verteilen. Die Dinger werden groß. So, was haben wir denn da Schönes? Machen wir bei Leben voll? Stärke wird erhöht, das ist gut. Massenschub. Na komm, machen wir überleben. Okay, als nächstes sollen wir dann die Ausgrabung auf Zepho weiter untersuchen. Das machen wir aber ein andermal. Und das war's erstmal heute mit Star Wars Jedi The Fallen Order.
Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet euch auch unterhalten gefühlt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.